Mittlerweile häufen sich offizielle Meldungen vom Flugzeughersteller und von verschiedenen Fluggesellschaften, die das andeuten, was viele von euch auch schon jetzt lange erwartet haben. Und zwar, dass die Boeing 737 MAX höchstwahrscheinlich ein volles Jahr Grounding mitmachen muss. Das ist sehr beachtlich und verdeutlicht natürlich die Tiefe, in welcher die Veränderungen und jetzt auch Rezertifizierungen an der 737 MAX durchgeführt werden müssen. Ein paar Gedanken zu den Meldungen der letzten Tage gibt es jetzt und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Viele von euch haben von Anfang an erwartet, dass sich das Grounding der 737 MAX auf jeden Fall bis ins Jahr 2020 ziehen wird. Und mittlerweile gibt es tatsächlich keine einzige offizielle Quelle mehr, die von einer Wiederinbetriebnahme des Flugzeuges im Jahr 2019 ausgeht. Mit anderen Worten, ihr hattet recht. Selbst der Flugzeughersteller, also Boeing, die ja immer wieder jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten die mit Abstand optimistischsten Prognosen zur Wiederinbetriebnahme ihres Flugzeugs herausgegeben haben, haben jetzt bekannt gegeben, dass sie mit einer kommerziellen Nutzung ihrer 737 MAX frühestens im Januar 2020 rechnen. Diese Einschätzung durch Boeing selbst stützt sich nicht zuletzt sicherlich auch auf die internen Aussagen oder auf die internen Vereinbarungen, die man mit der FAA, also mit der amerikanischen Luftfahrtbehörde, getroffen hat, die ja jetzt zum zweiten Mal die Chance hat, ein ordentlich geprüftes Flugzeug auf die Menschheit zuzulassen. Das europäische Pendant dazu, also die Europäische Luftsicherheitsbehörde EASA, die hat aber schon vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass sie eine kommerzielle Wiederinbetriebnahme der 737 MAX erst im nächsten Jahr ermöglichen können. Der Grund dafür, dass das jetzt alles immer noch so wahnsinnig lange dauert, ist zumindest laut Aussage der EASA vor allem die menschliche Komponente, die in dieser ganzen Geschichte ja mit dabei ist. Denn das, was die Luftfahrtbehörden jetzt sehen wollen, ist natürlich nicht nur ein abgeschwächtes MCAS, das jetzt ganz einfach auf die Daten von zwei Anstellwinkelsensoren vertraut und nicht mehr nur noch die Daten von einem Sensor verwendet, sondern man muss jetzt natürlich sehr aufwendig bewerten, inwiefern ein fehlerhaft agierendes MCAS von den Piloten als solches identifiziert und dann auch dementsprechend bearbeitet werden kann. Gerade in dem jetzt vor kurzem fertiggestellten Abschlussbericht zum Lion Air Absturz lässt sich ja erkennen, dass die Piloten gar nicht wirklich den Einsatz des MCAS identifizieren konnten. Sie haben einfach nicht erkannt, dass dieses System gerade aktiviert wurde. Das heißt, sie haben mehr oder weniger blind gegen ihr Flugzeug gekämpft. Das ist eine Situation, die gerade jetzt 2019 oder auch im letzten Jahr, ist ja vollkommen egal, irgendwie ziemlich schwer vorstellbar ist oder ziemlich schwer nachvollziehbar ist. Denn man geht davon aus, dass ein Pilot, der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass er sein Flugzeug mit über 180 Passagieren an Bord sicher von A nach B fliegen kann, man geht davon aus, dass dieser Mensch ganz genau weiß, wie das Flugzeug funktioniert und wie er damit umzugehen hat. Dieses typische, was macht er denn jetzt schon wieder, als mehr oder weniger spaßige Umschreibung einer der größten Probleme in der modernen Luftfahrt, sagte man ja immer den Fly-by-Wire gesteuerten Airbus-Flugzeugen nach. Denn mit den Airbus-Maschinen, vor allem mit dem A320 Ende der 80er Jahre, hat man erstmals massentauglich in der Verkehrsfliegerei einen Computer zwischen Piloten und primäre Steuereinheiten des Flugzeuges gesetzt. Womit man das konventionelle und in den Grundzügen doch sicherlich etwas einfacher zu verstehende Fliegen eines Flugzeuges abgeändert hat. Ganz einfach gesagt, der in Anführungszeichen Computer, es sind natürlich viele verschiedene Systeme, die an vielen verschiedenen Stellen agieren sollen, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Der Computer, der ja jetzt auch in Form des MCAS bei der Boeing 737 MAX einen mehr oder weniger direkten Zugriff auf die Steuerung des Flugzeuges hat, der muss von der Person, die das Komplettpaket, das System Flugzeug bedient, verstanden werden. Gerade in Situationen, in denen etwas in diesem komplexen Konstrukt nicht so funktioniert, wie es soll. Airbus kann sich davon ja auch auf gar keinen Fall freisprechen. Nicht, dass das jetzt schon wieder falsch verstanden wird. Vor laufenden Fernsehkameras wurde beispielsweise im Jahr 1988 ein brandneuer A320 der Air France mehr oder weniger einfach so in den Wald geflogen, weil auf der einen Seite der Hersteller und auch die Fluggesellschaft nicht ausreichend darüber informiert hatte, wie man dieses, in Anführungszeichen, etwas andere Flugzeug jetzt zu fliegen hat. Zum anderen, weil der Pilot seine Maschine ganz einfach nicht zu 100% verstanden hat und das Flugzeug daraufhin in viel zu niedriger Höhe viel zu sehr an seine Grenzen brachte.
Eine Situation, die durch den Computer ja quasi erst so richtig ermöglicht wurde, weil der macht es durch seine Schutzfunktion eben so einfach, das an sich ja große und träge Passagierflugzeug langsam und vorsichtig an die Grenzen zu bringen. Tja, und es hätte dann eben eine Weile gedauert, bis man von diesen Grenzen wieder weggekommen wäre, aber da stand dann eben der Wald im Weg. Ein anderes Beispiel, das ich in diesem Zusammenhang auch schon einmal kurz angesprochen hatte, ein Lufthansa A321 vor ein paar Jahren auf dem Weg von Bilbao nach München mit einem ziemlich tricky Fehler. Und zwar waren zwei der drei Anstellwinkelsensoren des A321 in einer mehr oder weniger gleichen Position eingefroren, sodass das System automatisch den dritten, aber einzig richtigen Wert aussortierte. Die Maschine ging dann in einer Höhe von etwa 31.000 Fuß automatisch in einen Sinkflug über, ohne dass die Piloten das von ihrem Flugzeug verlangten und ohne dass sie sich das erst einmal wirklich erklären konnten. Das alles nur, weil der Computer vermutete, dass man gerade einen bestimmten Anstellwinkelwert überschritten hatte und er die Maschine schützen muss vor einem Strömungsabriss, dementsprechend die Nase runternehmen muss, den Anstellwinkel verringern muss. Alles sicherlich etwas weniger stressig als die immer wieder auftretenden massiven Eingriffe in die Trimmung der Boeing 737 durch das MCAS, aber dennoch irgendwann ziemlich gefährlich. Aber die Piloten kannten ihr Flugzeug, haben ihr Flugzeug, das System dahinter verstanden, den Computer verstanden und haben dann im Kontakt mit der Technik ihrer Firma entschieden, welche Systeme man abschalten muss, um das Flugzeug etwas konventioneller, aber damit schon auch irgendwo etwas berechenbarer und in Anführungszeichen einfacher zu machen. Somit konnte der Flug dann sicher beendet werden. So viel erst einmal dazu. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist also vor allem die Identifizierbarkeit solcher Probleme. Und das vor allem in Situationen, in denen ja ganz offensichtlich etwas nicht so läuft, wie es sein sollte. Das war jetzt beim Lion Air Absturz der Fall. Und die Aufgabe der Luftsicherheitsbehörden liegt jetzt also darin, diese Identifizierbarkeit zu gewährleisten. Allein dieser Abschlussbericht zeigte jetzt, dass eventuell eine bei der Boeing 737 jetzt lange Zeit als Zusatzoption verkaufte Warnlampe bzw. vielmehr eine zusätzliche Information vorne in den Displays bei den Piloten eventuell schon ausgereicht hätte, um den Piloten klarzumachen, dass hier ein System fehlerhaft agiert. Die Anzeige, die ich meine, informiert die Piloten der Boeing 737 ganz einfach darüber, dass die beiden Anstellwinkelsensoren, die vorne links und vorne rechts am Flugzeug befestigt sind, zum aktuellen Zeitpunkt unterschiedliche Werte liefern. Das nennt sich dann AOA Disagree, Angle of Attack Disagree. Gerade in der Boeing 737, wo es ja eben nur diese beiden Anstellwinkelsensoren gibt und damit natürlich auch nur zwei Möglichkeiten, und zwar die Dinger zeigen das gleiche an, dann leuchtet die Lampe nicht, oder die beiden Dinger zeigen was Unterschiedliches an, dann leuchtet die Lampe, da lässt sich so ein Licht natürlich auch ziemlich gut interpretieren, ziemlich leicht interpretieren. Und die Information, die mit dieser Lampe dann bei den Piloten ankommt, die lässt sich sofort in die Bewertung der Situation durch die Piloten der Maschine mit einbauen. Und das kann ja eigentlich nur nützlich sein. Ich glaube kaum, dass das zu einem Informationsüberfluss beitragen könnte oder in irgendeiner Form nicht nützlich ist, wenn man diese Lampe hat. Und das ist dann ohne Zweifel auch mal ein ganz klarer Vorteil gegenüber der Dreifachauslegung der Sensoren, beispielsweise beim Konkurrenzmodell von Airbus. Denn da kann es eben zu etwas komplexeren Situationen kommen, wie oben beschrieben, wenn die Piloten nämlich entscheiden müssen, welcher der Sensoren jetzt wirklich einen richtigen Wert liefert. Und das eben auch, wie oben beschrieben, in der Situation, in der zwei gleich falsch anzeigende Sensoren den letzten, aber richtig anzeigenden Sensor schon selbstständig aussortiert haben. Also gut, jetzt habe ich eine ganze Menge geredet, aber ich denke mal, es ist auch ein bisschen klar geworden, worauf es jetzt natürlich unter anderem bei der Wiederzulassung der Boeing 737 MAX ankommt. Und zwar, ganz grob gesagt, um die Implementierung des anscheinend ja so nötigen MCAS in das Komplettpaket Boeing 737. Andere Seite, auf der sich einiges getan hat, ist die Seite der Kunden, also der Fluggesellschaften und nicht zuletzt natürlich auch die Seite der Passagiere. American Airlines beispielsweise hat jetzt gerade erst bekannt gegeben, dass sie die Boeing 737 MAX bis Anfang März 2020 aus der Planung komplett rausgenommen haben. Tja, das ist schon mal ziemlich weit hin und macht dann wie gesagt also fast ein volles Jahr Grounding voll.
United Airlines mit gut 15 Boeing 737 MAX und natürlich zahlreichen offenen Bestellungen ebenfalls ein großer 737 MAX-Kunde. Die machen jetzt nochmal mit einer kleinen Besonderheit auf sich aufmerksam. Und zwar möchten sie präsenter als zuvor den Passagieren mitteilen, mit welchem Flugzeugtypen sie von A nach B fliegen werden. Und was noch viel spannender ist, Boeing 737 MAX Passagiere bei United Airlines sollen bis zum eigentlichen Flug die Möglichkeit bekommen, kostenlos umzubuchen auf einen Flug, der nicht mit der 737 MAX stattfindet. Und das stelle ich mir dann doch ziemlich interessant vor. Was toll klingt, ist nämlich zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht so einfach zu bewerten. Dass der Flugzeugtyp bei der Flugbuchung angezeigt wird, das ist ja prinzipiell erstmal nichts Neues. Das ist zumindest auf den meisten Internetseiten durchaus auch heute schon der Fall, oft aber hinter 2-3 Klicks versteckt. Viele Fluggesellschaften schreiben dann auch einfach Boeing 747 dahin oder 757 oder was auch immer. Andere Fluggesellschaften geben sich da wirklich Mühe, geben einen ganz genauen Flugzeugtypen mit ganz genauer Beschreibung an. Was ja hier beim Thema 737 durchaus interessant werden dürfte, wenn Fluggesellschaften mit der 737-800 beispielsweise und auch der 737 MAX unterwegs sind. Trotzdem sieht das auf der Website der Fluggesellschaft natürlich dann doch immer ein bisschen anders aus als auf den Seiten großer Flugportale oder sowas. Da kann man also hoffen, dass die dann nachziehen werden, damit man da auch immer den ganz transparenten Durchblick hat. Und dann ist da ja eben diese Sache mit dem kostenlosen Umbuchen. Ich bin wirklich extrem gespannt, ob sich auf Dauer ein messbarer Unterschied einpendeln wird zwischen einem 737-800 Flug und einem 737 MAX 8 Flug beispielsweise. Also dass dann ganz einfach weniger Passagiere mit der MAX fliegen wollen und dementsprechend mehr Passagiere mit der 737-800. Denn das würde ja unterm Strich, auch wenn es nur ein paar Passagiere sind, durchaus auf die Effizienz der 737 MAX drücken. Und auch wenn der bürokratische oder logistische Aufwand hinter so einer möglicherweise großen Umbuchaktion vielleicht überschaubar ist, jetzt Passagiere entscheiden zu lassen, ob sie mit dem in Anführungszeichen guten Flugzeug fliegen möchten oder ob sie sich trauen, mit dem bösen Flugzeug zu fliegen, das stelle ich mir echt spannend vor. Ich glaube kaum, dass Fluggesellschaften, die diese kostenlose Umbuchaktion anbieten, das langfristig großartig auf ihren Internetseiten bewerben. Aber wir werden sehen, wenn es soweit ist. Sicherlich nicht zu unterschätzen sind dann auch die immer noch kommenden Nachfragen, ob das jetzt wirklich diese MAX ist oder vielleicht auch nicht. Tja, und trotzdem ist das wahrscheinlich am Ende ein weiterer Punkt auf der Rechnung an Boeing, die von vielen Fluggesellschaften an den Flugzeughersteller geschickt werden. Aktuell werden die Kosten für den Flugzeughersteller durch das 737 MAX Grounding auf etwa 8 Milliarden Dollar geschätzt. Und das wird auch sicherlich noch eine ganze Menge mehr. Das ist ziemlich beeindruckend, aber Boeing möchte jetzt bald anfangen, da deutlich gegen anzuarbeiten. Und zwar möchten sie eventuell ab Mitte Dezember schon wieder Boeing 737 MAX ausliefern. Diese Flugzeuge dürften dann zwar noch nicht mit Passagieren fliegen, aber man wird mal so ein bisschen das Parkplatzproblem angehen und es würde vor allem wieder ordentlich Geld für die mittlerweile 330 vorproduzierten Boeing 737 MAX reinkommen. Das ist eine ganze Menge an Flugzeugen. Damit hat man mittlerweile fast so viele Maschinen vorproduziert, wie man bis zum Zeitpunkt des Groundings produziert und ausgeliefert hatte. Aber gut, das soll es an diesem Abend von mir zu diesem Thema gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken dazu. Schreibt gerne was in die Kommentare, freue ich mich sehr drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.